Ja, Markus, schön, dass du den langen Weg hierher gemacht hast aus Cape Town, aus Ja. Kaiserslautern. Und du debütierst hier auch quasi. Wir wollen ja eine kleine Serie mit Experteninterviews starten und du bist der Erste in der Runde. Und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Das unkonventionelle Setup Ich auch. hast du schon kennengelernt. Ja. Danach werden wir uns nicht mehr bewegen können. Es wird alles eingeschlafen sein, das kann ich ja schon mal sagen. Aber was tut man nicht alles, ne? Für die Kunst. Genau, für die Kunst. Aber ich denke, es macht Sinn, wir starten mal mit einer kleinen Vorstellung, dass die Leute dich kennenlernen, was du so machst und was deine Profession ist und was deine Leidenschaft ist. Oh, Oh, ja. Das muss wenn ja es nicht nicht das das Gleiche Gleiche, sein, ne? ja, Genau, wenn es ja. nicht das Gleiche Ja. ist. Ja, also mein Name ist Markus Trapp. Ich leite am Fraunhofer IESE in Kaiserslautern, in Cape Town, wie du schon gesagt hast. Die Abteilung, die heißt seit kurzem Digital Innovation Design. Hieß bis vor kurzem User Experience und Requirements Engineering. Ich denke, da werden wir noch mal ein bisschen drauf kommen Ja, auf jeden Fall. heute. Und bin Informatiker von Ausbildung, habe also in Kaiserslautern auch studiert und auch bei Professor Rombach promoviert. Ich sage immer, ich bin nicht weit gekommen. Ich habe nur über die Straße gewechselt zum Fraunhofer IESE. Das ist wirklich so 300, 400 Meter von der Universität nur weg. Und habe mich dann ganz viel dort mit Usability und User Experience beschäftigt. Bin dann in einen, sag ich mal, eher noch esoterischeren Bereich gewechselt, nämlich Was so in geht das diese, denn ja, überhaupt? das geht, find ich, ja, so diese Ideation-Phase, ne? Okay. Also viel mit Kreativitätstechniken gearbeitet. Also eigentlich noch bevor überhaupt mal sowas wie Anforderungen da sind, zu gucken, was könnte überhaupt vielleicht in die richtige Richtung gehen, weil wir immer mehr gemerkt haben, dass es für unsere Kunden wichtig ist, da auch mit Leuten drüber zu reden, die nicht nur reine Moderatoren sind, die das machen, sondern die auch von dem Späteren schon ein bisschen eine Idee haben, was das sein könnte, vor allem was es nicht sein könnte. Und deswegen haben wir diesen Bereich auch mit aufgebaut und mache also viel so eigentlich Sachen, die auf den ersten Blick nichts mehr mit Informatik zu tun haben. Ja. Ja? Und in den letzten Monaten, Jahren mittlerweile, viel im Bereich digitale Ökosysteme, also die neuen digitalen Geschäftsmodelle, was man da machen kann. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Das ist jetzt, glaube ich, für heute nicht ganz so wichtig, dieses Thema. Das ist das, was ich tatsächlich irgendwie mache. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass es genau das ist, was ich machen will. Für mich ist ganz wichtig, viel mit Leuten zu arbeiten. Deswegen ist für mich diese Pandemie-Geschichte gar nicht gut, weil natürlich arbeitet man immer noch viel mit Leuten, aber die sieht man nur noch auf so einem Screen. Und das ist, bin ich ganz ehrlich, das Homeoffice funktioniert viel besser, als ich dachte. Aber mir fehlt der menschliche Kontakt Ja, total. diesen Ja. Instinkt hatte ich auch, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, hatte ich auch den Eindruck, dass du doch sehr, sehr an der Interaktion mit Menschen interessiert bist. Und ich glaube, das ist ja auch in dem Bereich, wo es nicht nur um Informatik geht, sondern eben auch um Psychologie und Kreativitätstechnik, ist das einfach auch eine ganz tolle Quelle des Inputs, Ja. viel mit Menschen zu tun zu haben. Das war ja bei uns auch der Stein des Anstoßes jetzt rauszuziehen, quasi auch zu sagen, dann lass uns doch gemeinsam draußen arbeiten. Auch da kommen wir aber später nochmal zu. Also IESE ist mir auch ein Begriff. Ich bin so gesehen auch nicht weit gekommen, weil ich habe auch beim IESE mein erstes Praktikum Wow. gemacht tatsächlich. Ja? Ja. Und deswegen kenne ich noch ein paar Leute dort. Aber du bist ja später dazu gestoßen. Insofern schön, dass du hier bist. Jetzt finde ich ganz spannend, dass du neben deinen hauptberuflichen Tätigkeiten das Thema Digital Design Professional mit ein paar Kollegen oder Verbündeten initiiert hast. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich selbst, ganz Centigrade, denkt ja UX oder wie die meisten sagen, UX. Das heißt, Digital Design Professional Habe kann ich man schon auch mal gesagt weniger. eben, oder? Nein, ich habe User Weiß Experience ich gar gesagt, nicht, aber da kann man schon mal weniger falsch machen. Wobei man bei Digitalisierung wiederum auch in viele Richtungen denkt. Und so ganz klar ist einem, glaube ich, der Begriff Digital Design Professional nicht, wenn man ihn von Anfang an hört. Genauso wenig ist UX den Leuten klar, die nicht in der Branche sind. Oder CX, oder was ist der Unterschied zwischen Customer Experience und User Experience? Kann man Bände drüber philosophieren. Aber was mich interessieren würde, was ist ein Digital Design Professional und was sind eure Ziele, die ihr verfolgt? Da würde ich vielleicht gerne ein bisschen was zur Historie sagen, Gerne, ja. wo das eigentlich herkommt. Das Ganze ist im Rahmen der Bitkom entstanden. Wir hatten da über neue Rollenmodelle, oder eigentlich gar nicht um neue, über Rollen
in der Softwareentwicklung gesprochen, weil oftmals ja in der breiten Bevölkerung leider erst so, ja, Software ist so Programmierer, ne? Also wer irgendwas mit Software macht, der programmiert. Klar. Vielleicht im Keller. Noch, ja, im dunklen Keller, ja, auf jeden Fall. Ja. Lange Haare und hört Metal-Musik. Ja? Ja, lange Haare kann ich bestätigen. Metal-Musik, oh. Ja, geht auch. Rollenspieler? Eher Schauspieler, glaube ich. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und da ging es drum, und es gibt ja, kennst du vielleicht, es gibt so Werbespots, ne, wo es irgendwie so, meine Mutter arbeitet bei ThyssenKrupp, ne, und die macht irgendwie das und das. Ne? Stimmt, ja. Dass man mal sieht, was da eigentlich tatsächlich irgendwie alles dazugehört. Ja. Und über solche Sachen haben wir irgendwie geredet. Dann haben wir Kim Launroth, damals war zufällig bei der gleichen Veranstaltung, als Matthias Naab und ich auch dort waren und unsere Sicht dort vorgestellt haben. Auf einmal haben wir festgestellt, naja, so diese gestaltende Rolle, mit, aber mit, wo digital das Material letztlich ist, ja, die gibt es eigentlich so richtig in der Ausbildung leider nicht in der, Softwarewelt. Mhm. Und was heißt das? Wir haben dann auch angefangen, tatsächlich der prototypische Name für die damalige Taskforce, hieß das noch, bei der Bitkom, war Softwaregestalter tatsächlich. Ja. Wir haben es ja gerade mit Namen auch wieder gehabt, ne? Das ist ein typisch deutscher Name dann auch. Ne? Mhm. Und da kam der Digital Designer, der kam dann später erst dazu. Hat man sich dann darauf geeinigt. Und was ist da das Wichtige daran? Was ist der Digital Designer? Also auch das lässt sich, glaube ich, am besten beschreiben, wenn man wieder eine Analogie heranführt. Wenn du dir ein Haus baust, und jetzt sagen wir mal nicht dein Einfamilienhaus, ne, sondern hier neue Firmenzentrale für Centigrade, ja? Ja. Dann holst du dir einen Architekten in der Regel mit dazu. Mhm. Und dieser Architekt, der hilft dir sowohl dabei, das irgendwie umzusetzen, was das tatsächlich heißt, ne? Also was kann man bauen, was kann man nicht bauen. Der hilft dir aber auch gestalten, also der sagt dir, für was möchtest du dieses Gebäude nutzen, ja? Was sollte man, worauf sollte man dabei achten, was ist da gut, was ist da schlecht. Natürlich ein guter Architekt. Ein guter Architekt, ja, genau. Stimmt, ja. Ja. Natürlich holt er sich auch deine Anforderungen, kommen wir nachher auch nochmal, glaube ich, genau, drauf. Ja. Die holt er sich auch ab. Aber trotzdem gestaltet der mit. Ne? Der nimmt die nicht nur auf und setzt die dann um, sondern der hilft dir dabei, das umzusetzen. Und warum? Weil er weiß, was mit dem Material, Baumaterial, was gemacht werden kann. Der ist kein Bauingenieur, ne? Aber er weiß genug über dieses Thema, um dir zu helfen, dieses Gebäude im wahrsten Sinne des Wortes gut zu gestalten, damit es das, was du damit machen, erreichen möchtest, bestmöglich umsetzt. Mhm. Und in der Softwareentwicklung haben wir das eigentlich nicht, diese Rolle. Ja? Denn natürlich haben wir auch Architekten, die sind aber eher so auf dieser Bauingenieur-Schiene dann. Ne? Das heißt, wenn das gestaltet ist, wie setze ich das jetzt optimal um, ne? Dass es auch tatsächlich genauso funktioniert, wie man das hat. Aber sie helfen eigentlich wenig in der Gestaltung. Also im übertragenen Sinne, die wissen zum Beispiel, wie sich Holz verhält, was passiert, wenn Regen aufs Dach tröpfelt und wo man feuchte Ecken kriegt, wenn ganz man genau was falsch macht. Aber die sagen jetzt nicht, hey, eine runde Ecke wäre jetzt aber stylischer zum Beispiel. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Und das ist eben, was damit dazugehört. Und deswegen sagen wir, es gibt ja, man spricht ja oft so vom T-Shaped, was man heute gerne hätte, steht in jeder Bewerbung mit drin. Man soll ein Spezialgebiet haben, aber man muss auch oben ein bisschen was können. Wir sprechen eher so vom P-Shaped, ne? Also wie das griechische Symbol Pi hat zwei Standbeine, nämlich eben einmal dieses Gestalterische tatsächlich drin zu haben, also Kompetenz in Gestaltung zu haben. Und das andere ist die Materialwissenschaft oder die Materialkunde. Und hier ist das Material aber eben digital. Ja? Okay. Und oben. Also winzig kleine Nullen und Einsen. Ja, Nullen und, ja, also wenn du so willst, bis runter Nullen und Einsen, aber eben mit allem, was eben dazugehört, eben auch oben drüber. Ne? Was gibt es für Frameworks, was gibt es auch für Hardware, was mit dazugehört. Und aber um das Pi noch zu vervollständigen, oben drüber ist natürlich trotzdem diese Querschnittskompetenz, die man braucht. Soft Skills, wie arbeitet man gut mit Leuten, Projektmanagement und all, wie baut man ein Team auf, ja? All diese ganzen Dinge gehören eben mit dazu. Mhm. Und ja, es gibt viele Leute, nicht viele. Es gibt Leute, die bringen diese Kompetenzen mit. Mhm. Die kommen in der Regel aus einer Richtung, die man dafür braucht und haben sich die anderen Richtungen drauf geschafft, irgendwie über ihr Arbeiten, über ihr Leben hinweg. Und wir wollen aber dafür sorgen, wir brauchen viel mehr von diesen Leuten, um eben tolle digitale Lösungen zu gestalten oder Lösungen zu gestalten, die einen digitalen Anteil
dort mit drin haben. Und da ist dann der Digital Design Professional draus entstanden. Das ist der Ausbildungsgang, den der IRAP ins Leben gerufen hat. Der ist jetzt ganz neu, ist jetzt online, kann man sich anmelden. Genau, also IRAP, vielleicht kurz zur Erläuterung, Internationales Requirement Engineering Board. Das heißt eigentlich ein Konsortium, was global agiert und vor allen Dingen Richtung Requirements Engineering seine Themenschwerpunkte setzt. Und dann haben wir jetzt ein zweites Standbein eben aufgebaut, um diese Digital Design Professional eben auch zu machen, kann man sich zumindest jetzt in einem Foundation-Level, so die ersten Grundlagen mal reinholen. Was da eben gerade wichtig ist, dort wird gezeigt in diesem Foundation-Level, was alles dazugehört, wenn man so ein Digital Design Professional werden möchte, um letztlich auch zu sehen, wo sind noch meine Lücken, ne, die ich vielleicht noch nicht, die ich noch füllen muss, um in diese Richtung mich bewegen zu können. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil als wir untersucht haben, das haben wir tatsächlich gemacht mit allen Informatikstudiengängen, die es in Deutschland gibt, das sind ein paar tausend. Ja. Ja. Und da haben knapp 5% nur das, was wir wirklich sagen müssen, die haben überhaupt einen gestalterischen Anteil darin. Ich rede jetzt nicht von Architekturdesign, ne? Also, sondern ich rede wirklich von Gestaltungswissen zu vermitteln. Da kommen wir hoffentlich ja auch im Gespräch gleich noch mit drauf. Ja. Unter 5%. Und wenn wir sagen, wo so ein Drittel drin ist ungefähr im Ausbildungsgang, waren 1,4%. Ne? Also okay, das ist wenig. Ja. So gut wie niemand. Und das gerade aus einem eigentlich designaffinen Land, wenn man Bauhaus denkt, was auch wieder Architektur ist und eigentlich durch die Welt ging und um die Welt ging und jetzt immer noch nachhaltig Design beeinflusst, ist das eigentlich sehr traurig. Genau. Ja. Was aber schön ist, wir machen das ja schon seit ein paar Jahren jetzt und es haben in der Zwischenzeit sich wirklich viele Hochschulen davon inspirieren lassen auch und haben Studiengänge aufgesetzt, die in diese Richtung gehen. Bisher noch keine Universität, aber viele Hochschulen haben das jetzt aufgegriffen und gehen auch in diese Richtung, was wir natürlich sehr begrüßen. Ja. Okay, da habe ich jetzt natürlich gleich ein paar Fragen zu, aber ich fange vielleicht mal an mit dem Thema Digital, weil es ja in der Reihenfolge Digital Design Professional, vielleicht können wir in der Reihenfolge durchgehen. Ja. Also Digital ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, wir merken das auch. Alles, was so Software ist, ist abstrakt. Jetzt arbeiten wir aber viel mit Maschinenbauern zusammen. Das heißt, die haben zum Beispiel das Problem, dass die natürlich Maschinen sehr gut verkaufen können, weil die sind opulent, die sind riesig groß, die nehmen Raum ein und die sind physisch. Und die tun sich zum Beispiel schwer, Geld zu nehmen für Software. Beziehungsweise auch deren Kunden tun sich schwer, für Software Geld auszugeben, weil sie ja nichts sehen. Also Software ist ja erstmal immateriell. Ja. Ja. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, Digital als Material zu betrachten, eigentlich super spannend. Im Grunde muss man ja auch sagen, diese Architekturanalogie ist eine ganz wichtige. Denn zum Beispiel mein beeinflussendster Autor ist Christopher Alexander. Also von allen Büchern, die ich gelesen habe, also war The Timeless Way of Building zum Beispiel eins der mich am stärksten beeinflussendsten Werke. Und was ich bei Christopher Alexander halt total spannend finde, ist, er ist ja Mathematiker und Architekt. Das heißt, er kommt schon aus dieser Gebäudedenke raus, aber er beschreibt alles auf einem sehr universellen Level im Sinne von, was macht das mit Menschen? Also sprich, er sagt nicht, hier ist ein Gebäude und du musst jetzt hier irgendwie einen Stein auf den anderen setzen und wenn du die über Kreuz setzt, dann ist das stabiler. Ja, das gibt's, das sind die Patterns. Aber er geht immer hin und sagt, was ist eigentlich das Problem? Was will ich eigentlich damit lösen und wem tue ich damit was Gutes? Und das ist eigentlich das Thema Requirements Engineering, hat er quasi in seinem Buch eingebaut. Deswegen finde ich die Architekturmetapher sehr schön. Ich tue mir aber immer schwer, wenn es darum geht, digital ist ja auch immer hochdynamisch. Ein Gebäude steht. Mhm. So, und dann geht man da rein und irgendwann verfällt das und dann muss man das quasi wieder aufbauen. Eine Software ändert sich aber ständig und ist total dynamisch, nicht nur in der Interaktion, sondern auch, wie sie sich über die Zeit ändert. Das heißt, Software Version 1 ist anders als Software Version 2. Wie seht ihr da das Thema digital als Material? Wie ordnet ihr es bei diesem Dynamikthema ein? Also ich glaube, wichtig muss man ja erstmal sagen,
Software ist ja nur auf den ersten Moment quasi leicht zu ändern und flüchtig. Ne? Genau, genauso muss man auch sagen, Gebäude sind nur auf den ersten Moment statisch. Ganz das muss ich noch dazu sagen, weil Christopher Alexander hat nämlich auch den Ansatz zu sagen, ein Gebäude muss eigentlich leben. Wenn deine Lebensumstände sich ändern, muss sich das Gebäude mit ändern. Aber das nur am Rande. Ja, ja nee, genau. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Je mehr man davon, glaube ich, versteht, wie man große Software-Systeme baut. Ne? Also wir reden jetzt ja nicht nur davon, wir machen jetzt irgendwie mal eine Fahrstuhlsteuerung oder sowas in der Art, ja? Sondern wie man große Software-Systeme baut, dann schlägt man da ähnlich wie bei einem Gebäude schon einige Pfeiler rein, die man zwar theoretisch leichter ändern könnte, weil das Abreißen in dem Sinne einfach ist, ne? Löschen, aber sie wieder hinzubauen, dauert und kostet potenziell genauso viel. Ne? Also das heißt, ob man dieses Risiko dann eingehen möchte, das wirklich alles nochmal neu zu machen. Das heißt, guter Punkt, du sagst agile Softwareentwicklung ja, aber komplett in, ich sag mal, ins Risiko stürzen macht auch keinen Sinn. Nein, also bin ich absolut, bin ich kein Freund davon. Ja? Ich mag auch wirklich dieses Hardcore-Agile. Das ist nicht so mein Ding, ne? Weil ich glaube, das wird oft falsch interpretiert. Also ich glaube, wenn man sich die frühen Publikationen anschaut, wie agil angesetzt wurde, die haben immer sowas wie ein Sprint Zero oder sowas gehabt, ne? Der teilweise unbegrenzt war, ja? Wo man nämlich genau das gemacht hat, sich mal zu überlegen, was sind denn so die Grobzüge, die wir auf jeden Fall mal wissen sollten. Und wir fangen nicht an mit einem 2-Wochen-Sprint und dann gucken wir mal, wo das hingegangen ist. Ja? Natürlich kann man das machen, 2-Wochen-Sprint, aber innerhalb von diesem Sprint Zero, ja? Um mal zu gucken, wo es eigentlich hingeht. Und ich sage auch nicht, wir müssen alle Anforderungen vorher aufschreiben, auf gar keinen Fall. Aber es gibt so ein paar Pfeiler, die man sich überlegen muss, wo das hingeht, die man bereut, wenn man die am Anfang nicht gemacht hat. Ja? Und das sehen wir auch, wenn wir uns große existierende Systeme angucken, wie oft werden die denn wirklich neu gemacht. Ne? Und dann nehmen wir doch mal leiden oder nicht leiden. Schauen wir uns mal Microsoft Windows an. Das ist ja ein tolles Betriebssystem, aber die haben halt früh ein paar Entwurfsentscheidungen getroffen, die sie bis heute durchziehen. Ja? Und bereuen. Und bereuen auch an manchen Stellen. Ja? Und sie haben ja damals versucht, zu Windows Vista Zeiten, damals mit dem Codenamen Longhorn ja noch, ne, falls du dich erinnerst, ja, war ja wirklich der Versuch, wir schreiben das neu. Ne? Ja. Und sie haben es ja nicht geschafft, ja, weil es einfach zu viel, zu aufwendig gewesen wäre, das alles nochmal zu machen. Das berühmte Second System Syndrome, dass ein komplett from scratch gebautes System, was die alle Fehler des ersten Systems bereinigen soll, zum Scheitern verurteilt ist. Also genau, kann man auch in Wikipedia nachlesen, für die, die es interessiert. Also super interessant, dass es wirklich ein Syndrom offensichtlich ist, das immer wieder geht. Der zweite Versuch geht meistens schief. Es ist verrückt. Und hier würde man halt sagen, wenn man es sich einfach nur anguckt, das muss ja wohl gehen. Ja? Ja. Aber tut es anscheinend irgendwie nicht. Deswegen muss man da aufpassen, wie man das sagt. Aber ich finde, ähnlich wie Christopher Alexander das gesagt hat, ist es, finde ich, mit Software auch. Denn Software ist ja kein Selbstzweck. Ne? Also Software ist immer dazu da, um etwas zu erleichtern, zu verbessern oder um etwas zu machen, was ich ohne Software nicht machen könnte. Ne? Und vor allem ist es in der Regel halt Business. Ne? Ja. Also, und da finde ich jetzt, das ist eigentlich eine super Überleitung, warum ich auch jetzt die Frage gestellt habe mit dem Agil. Wie agil und wie viel muss man vorher planen? Ich komme selber so ein bisschen aus der Systemtheorie und habe auch viele UML-Diagramme früher gezeichnet und habe gesehen, dass ich damit auch auf die Nase gefallen bin. Zu viel Planung macht keinen Sinn. Ich kenne aber auch die andere Seite, zu agil macht keinen Sinn. Und natürlich kommt man irgendwann ins Grübeln und sagt, jetzt habe ich beides mal im Extrem ausprobiert und im Extrem funktioniert beides nicht, vielleicht liegt die Wahrheit dazwischen. Und wie so oft ist es auch tatsächlich so, man muss nur den richtigen Mix hinkriegen. Und was ich halt festgestellt habe für uns, das habe ich auch durch Christopher Alexander festgestellt, dass es total sinnvoll ist, immer nur vom Nutzer her das Problem zu denken. Das heißt, egal ob es sich um Software oder Hardware oder irgendwas anderes handelt, es bringt nicht so viel zu planen aus Systemsicht, auch wenn das sich ja natürlich immer sehr ingenieursmäßig anhört. Aber da, finde ich, sind die Ingenieure zum Teil zu verkopft, sondern zu sagen, ja, das System wird halt irgendwie entstehen und wir brauchen auch eine Softwarearchitektur, wir müssen das auch planen, eine Umsetzungsplanung machen. Ja. Aber am Anfang müssen wir eigentlich Anforderungen erheben und wo kommen die eigentlich her? Und da bin ich inzwischen totaler Freund davon zu sagen, Anforderungen können immer nur von den Menschen kommen. Das heißt, wenn mir jemand sagt, aber wir brauchen doch auch technische Anforderungen und wir haben auch Constraints, was keine Anforderungen sind, sondern eben Constraints, ja. Dann
können wir doch nicht immer nur vom Menschen ausgehen, wir müssen doch immer auch technisch denken. Dann sage ich, ja, aber auch das folgt immer. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir hatten so einen Messe-Case, wo es darum ging, dass Menschen sich über ein Messe-Ausstellungsstück informieren konnten im Maschinenbau und die sollten auf der Messe sich informieren mit ihrem eigenen Smartphone, bring your own device. Mhm. Jetzt kann man sagen, das hat ja technisch erstmal überhaupt keinen Einfluss, wenn man sagt, der Mensch ist auf der Messe und möchte sich informieren. Das hat aber extrem viele technische Einflüsse, denn wenn man genau reinguckt in die Story, merkt man, dass gar keiner Bock hat, sich eine App runterzuladen auf einer Messe. So, das heißt, Browser-Technologie ist gesetzt, buff, constrained, kann man sagen, aus der Nutzeranforderung. Ich möchte auf der Messe spontan mich informieren, erfolgt ein technisches Constraint, das muss im Browser laufen. Das nächste war dann, aber wir haben ja gar kein gutes Netz auf einer Messe, weil die konfligierenden WLANs sich alle gegenseitig auslöschen. Okay, was macht man mit so einer Anforderung? Naja, das Ganze muss auf jeden Fall auch offline-fähig sein, zumindest für eine kurze Zeit, wo sich das WLAN umwählt oder was auch immer. Also braucht einen gewissen Caching. Also brauchen wir Offline-Fähigkeit im Browser. Und dann wird es halt spannend, dann macht man einen QR-Code-Scan, damit man sich irgendwie informieren kann. Ja. Plötzlich braucht man eine Kamera, dann muss man die Kamera im Browser anstellen, dann hat man ein Rechteproblem. Und plötzlich kommt aus dieser einen kleinen Anforderung, ich als gestresster Messebesucher, der keine Zeit hat, sich eine App runterzuladen, möchte halt einfach nur mich schnell mal informieren und du hast plötzlich 10 Entwickler für die nächsten paar Monate mit Arbeit versorgt. Ja, genau. Das finde ich so spannend, dass eigentlich Nutzeranforderungen immer zu technischen Anforderungen kommen oder werden. Was habt ihr da für ein Rangehen beim IESE oder auch beim DDP? Also natürlich musst du von den Nutzeranforderungen ausgehen. Und ich glaube, man sagt ja auch nutzerzentriertes Vorgehen, ja, so schön. Unbedingt, ganz wichtig. Wir machen in den letzten Jahren auch viel so in diesem, wie können ländliche Regionen digitaler werden, wie kann man denen finde helfen, ich sehr spannend, das Projekt. Dort mitzumachen. Smarte Landregion oder digitale Dörfer wird da eben, das sind zwei große Projekte, die man da nennen kann. Und da haben wir es ja auch tatsächlich jetzt so oft mit so nicht techno-affinen Kundengruppen eben zu tun. Ne? Also ganz wichtig, nutzerzentriert vorzugehen. Früh auch auf, wir haben das teilweise sogar so Undercover Requirements Engineering genannt. Ne? Also wir sind dann auf die Kerbe gegangen, ne? Und haben... ganz schlimmes User Research auf der Kirmes. Ja? Für die, die es nicht verstehen, muss man es übersetzen. Ach so, also ihr habt quasi Nutzerbeobachtung auf der Kirmes gemacht. Ja, genau. Ja, finde ich ganz schlimm. Ja? Nee, man kann Spaß haben, man kann auch natürlich in Abgründe kommen. Ja, genau. Und, oder wir haben zum Beispiel so, wenn man Informationen von denen haben wollten, so auf Bierdeckeln, ne, wo man schnell mal was ankreuzen konnte. Ne, weil die wenigsten kommen mal in so eine Fokusgruppe. Ja. Und die Leute, die in so eine Fokusgruppe kommen, sind oft nicht ausschließlich dann auch von einem bestimmten Schlag. Ne? Mhm. Und dann kriegt man eben da nicht alle mit. Also Nutzer sind ganz wichtig. Aber mir ist ebenso wichtig zu sagen, weil du hast es jetzt zwar schön gesagt, es geht immer von den Nutzeranforderungen aus. Und wenn man deinen Ausführungen folgt, dann hast du exakt recht. Ja? Mhm. Aber ich finde, wir haben in den letzten Jahren durchaus auch so einen Überhang, wo man sagt, der Nutzer oder die Nutzerin, das ist alles. Ne? Mhm. Und es geht nur noch darum. Ne? Also wenn du nicht vernünftig daraus die anderen technischen Anforderungen ableitest, ja, dann hast du ein Problem. Ne? Das ist ein guter Punkt, weil da kommen wir, glaube ich, beim Professional drauf. Wenn man DDP, nochmal Digital Design Professional, dann stelle ich mir da auch immer Frage, was heißt Professional? Professional heißt, kommen wir später zu, sicherlich auch nicht zu einseitig zu werden. Ja, ganz genau. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Du hast es jetzt ja schön alles abgeleitet, aber ich glaube, das macht nicht jeder, der weiß, was nutzerzentriertes Vorgehen ist, macht genau diese Ableitung. Ja, es ist gut, dass du da nochmal das Gegengewicht bildest. Was ich aber spannend finde, um das Digitalthema abzuschließen, man denkt ja dann im Grunde, wenn man die Nutzeranforderungen hat, dann wird da auf jeden Fall Software draus. Aber was ich ganz toll finde am DDP, ist, dass ihr explizit sagt, nein, es muss nicht Software draus werden. Und jetzt war ja auch die Idee von unserer ganzen Outdoor-Aktion, wir sind ja alles Informatiker und Psychologen und Digital-Designer und UXler und wir haben uns quasi selber mit unserem Outdoor-Schreibtisch eigentlich die Aufgabe gestellt, was wäre denn, wenn wir nutzerzentriert rangehen und mal völlig ergebnisoffen ein Produkt entwickeln, um draußen zu arbeiten. Und dann haben wir natürlich die Anforderung gehabt, man muss draußen sitzen, okay, klar, weil wir wollen ohne Maske arbeiten.
Das ist schon mal gesettelt. Nur draußen ist halt recht schlechtes Licht. Wetterwechsel. Du hast alle möglichen Nebengeräusche. Man wird es vielleicht auch hier hören. Wir haben eine Baustelle in der Nähe. Nur durch unsere Mikros hören es die Hörer wahrscheinlich nicht. Aber wir haben halt schnell gemerkt, Mist, das kann man gar nicht digital lösen. Also wir brauchen einen Schreibtisch. Ja, ja. Wir müssen einen Schreibtisch bauen. Aber wir sind ja eigentlich voll die handwerklichen Honks, wenn man ehrlich ist. Die meisten von uns. Er ist jetzt nicht so klischeebehaftet, wie der Informatiker kann wirklich nur auf der Tastatur. So schlimm ist es nicht. Aber einen Tisch zu bauen, der ist ja auch von uns hier, einen Tisch zu bauen ist was anderes. Dann habe ich einen Kumpel von mir gefragt, der ist Produktdesigner, so ein ganz klassischer, der kann mit Holz arbeiten, der kann mit Materialien arbeiten und so. Habe ich den gefragt, du würdest uns einen Tisch bauen? Er hat gesagt, ja, finde ich sau spannend, die Idee, draußen zu arbeiten. Und dann haben wir Brainstorming gemacht, habe ich gesagt, gemerkt, wir können ja genau den gleichen Prozess abfahren, wie wir auch bei Software abfahren und kommen trotzdem zu auch Hardware, wir kommen auch zu physischen Dingen. Und da hatte ich den Eindruck, dass DDP geht auch trotz des Digital Prefixes quasi doch sehr stark auch auf Hardware ein, oder? Auf jeden Fall, ja. Also es schließt es ja erstmal nicht aus, ne? Also versuch mal irgendwas digital zu machen ohne eine Hardware, ne? Also ja. Da ist leider schon ein Ende, ne? Da ist leider schon ein Ende. Weil es künstlich ist halt nun mal, ja. Mhm. Wir haben am Anfang zwar den Architekten herangezogen, aber unsere eigentliche Analogie, die wir benutzt haben, um den Studiengang aufzubauen oder um überhaupt auch dieses Konzept des Digital Designers aufzubauen, ist der Industriedesigner. Ja? Okay. Weil wenn man sich den eben, den kennen nur nicht so viele wie den Architekten. Ne? Deswegen ja, ist der vielleicht Einstieg, der Verband dazu auch VDID muss ja mal genannt werden. Ist ein großer Verband der deutschen Industriedesigner. Da habe ich nämlich auch gemerkt, die kennen UX nicht. Wo ich dachte, hä, wie kann das denn sein? Okay, aber genau. Für es gerne da gibt es bestimmt aus. Auch welche, die das kennen, ne? Ja. Aber im Gro wahrscheinlich nicht so. Und die haben eben auch genau dieses Ding, dass sie sowohl prinzipiell erstmal Gestalten beigebracht bekommen, aber irgendwann wählen die sich auch dann so eine Disziplin ja aus. Ne? Also natürlich kannst du mit diesem Gestaltgrundwissen theoretisch erstmal dann alles gestalten. Da sind wir ja beim Design. Genau, da sind wir beim Design. Ja. Aber wenn wir dann jetzt hingehen, was die dann wirklich machen, dann spezialisieren die sich auf Holz oder vielleicht sogar auf eine bestimmte Art von Holz. Ne? Weil die kennen das dann aus dem FF, ne? Wie dieses Holz sich verhält. Die haben das auch wirklich bearbeitet mal. Ne? Also die haben das nicht nur gelesen, ne, wie das ist, sondern die haben wirklich damit gearbeitet. Die legen Hand an im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Oder vielleicht ist es Metall oder vielleicht ist es ein Schaumstoff, ja? Oder was auch immer. Aber da spezialisieren die sich. Die kennen diese Materialkunde extrem gut. Also es wäre im übertragenen Sinne, wenn ein Softwareentwickler sich zum Beispiel extrem gut mit Angular oder React auskennt. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja? Mit solchen Dingen. Vielleicht ein bisschen mehr noch, ne, wie jetzt nur das Engel, weil dann weiß er sofort, ah, ist irgendwie Web. Ne? Und also, da gehört er schon ein bisschen ja auch mehr ein mit CAD dazu. CAD-Programm. Ja, ganz genau. Ja. Also auch ein Industriedesigner muss ja, selbst wenn er sich nur mit Holz beschäftigt, muss er ja eine Platte in 3D designen können. Ne? Da sind wir schon beim Digitalen wieder, das weil auch heute wird eine Holzplatte natürlich mit einem CAD-Programm oder mit Rhino oder was gebaut erstmal. Aber nichtsdestotrotz weiß der, kennt er sich mit diesem Material eben gut aus. Und du hast es eben schon schön gesagt, das andere ist das Gestalten an sich. Ne? Und ich glaube, genauso wenig sollte man glauben, wenn jemand Gestaltungswissen hat, dass er deswegen alles gleich gut machen kann, wenn er diese Materialkunde eben nicht hat. Und hier kommen wir dann oft, finde ich, auch zu unseren User Experience Studiengängen, die viel zu wenig meiner Meinung nach wissen, was das bis runter aufs Bit eigentlich bedeutet. Ja? Das muss man nicht unbedingt alles genau kennen, aber ich glaube, die sollten mehr wissen, was da an Einschränkungen und so da ist. Die sind mir dann zu viel, ja, mit dem User mal reden und da ein bisschen machen und gar nicht das zu wissen, was das unten drunter bedeutet, ist eben gefährlich, ja? Ja. Wegen der Umsetzung. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, da es ja vom User-Need letztlich immer ausgeht, ist erstmal gar nicht gesetzt, dass es digital wird. Ne? Mhm. Also du versuchst das Problem, diesen Need am besten zu befriedigen, ja? Oder das Problem, genau, was der hat, zu lösen. Und ja? Whatever works. Dann. Genau, whatever works best. Whatever works best. Und da ist, heute sind wir ehrlich, bei vielen Lösungen irgendwie ein digitaler Anteil zu erwarten, ne? Dass da sowas mit drin ist, muss aber gar nicht sein. Ne? Und ansonsten nimmt man natürlich die analoge Lösung, wenn die besser ist, warum auch nicht. Und das kann auch mal irgendwie Holz oder sowas sein, aber gerade bei den digitalen Lösungen. Oder ein Bierdeckel. Oder ein Bierdeckel, ganz genau, ja. Ja, genau, ja. Cardboard-Prototyping. Ja, ja. Unbedingt, ja.
Und es ist ganz wichtig, dann eben zu gucken, wie gestalte ich auch die Hardware, die da außen rumgehört. Wir haben in unserem Beispiel, was in dem DDP durchgezogen wird, ist der Your Personal Running Coach, ist das. Mhm. Ja? Und das kannst du eben nur machen, wenn irgendeine Art Hardware mit dabei ist. Ne? Sei das eine Smartwatch oder die Sensorik, mit der du... Was aber auch wieder sehr elektroniklastig ist. Genau. Also genau, ich glaube, viele denken bei Hardware in Verbindung mit Software wieder an Elektronik. Was ich bei einem Schreibtischgeschichte ganz spannend finde, dass Elektronik eigentlich second ist und Material first. Ja. Das heißt, die Idee ist schon, so ein Schreibtisch müsste man eigentlich auch neu denken draußen. Wir haben zum Beispiel gesagt, es wäre gut, dass jeder Schreibtisch immer ein WLAN hat, was im Firmennetzwerk steckt. Mhm. Das heißt, einen kleinen Raspberry Pi drunter mit einem Multi-SIM-Karten-Modul, was sich dann ins beste Netz einwählt, ländliche Region. Ja, manchmal habe ich T-Mobile Telekom, manchmal habe ich O2. Das muss doch mir völlig egal sein. Und das Ding muss ich auch ins VPN einwählen automatisch, genau. Weil ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich mache meinen Rechner auf, bin im Firmennetzwerk, fertig. Automatisch ist das Zauberwort hier. Ja, genau. Automatisch. Ja. Das ist nämlich kein User-Need, ich muss mich mit VPN einwählen. Ja. Es ist leider nicht mal ein User-Need, datensicher zu arbeiten. Das mag vielleicht ein Business-Need sein, aber kein User-Need. Und dann muss man Anreize schaffen. Use-Case ins VPN einwählen. Ne? Genau, ja, genau, ins VPN. Ja. Will keiner. Will keiner. Will keiner. Aber trotzdem entstehen die Compliance-Geschichte entstehen vielleicht keine Needs, sondern Constraints. Ja. Und das finde ich halt spannend. Material first denken, Schreibtisch, und dann Hardware, Elektronik second. Und your personal running coach ist ja quasi auch wieder sehr elektroniklastig, sehr gadgetlastig. Ja. Und ich glaube, da sind auch viele Informatiker natürlich auch heiß drauf. Ja. Aber wir merken zum Beispiel auch, dass die UXler sehr stark, weil sie beim Menschen sind, auch diese analoge Welt eigentlich zu schätzen müssen. Sie haben nur keine Skills da drin. Und jetzt sind wir eigentlich genau an der Stelle, jetzt haben wir Design aufgeklärt. Gestalten heißt im Grunde Lösungen schaffen, ob Hardware oder Software, ist egal. Und wenn man mit einem 3D-Programm umgehen kann, hat man im Grunde in zweierlei Hinsicht einen Vorteil. Man kann natürlich einen Schreibtisch zeichnen in CAD, nur wüsste man halt nicht, wie man das Ding jetzt materialisiert, aber dann kann man wieder im Team arbeiten. Und da fand ich ganz spannend im DDP, da kommt vielleicht auch das Professional her, geht es ja sehr stark um Teamwork. Mhm. Und bei dem Industriedesign habe ich manchmal so den Eindruck, es gibt so diese Stars, es gibt so den einen Designer und der entwirft das Produkt, der erfindet das so von vorne bis hinten und dann, ja, dann ist auch sein Gesicht da drauf und dann hat er eine Unterschrift, bei IKEA sieht man es auch, dann hast du eine coole Unterschrift von irgendeinem Hipster-Designer, wenn du Glück hast, hast du noch ein Team aus zwei Designern, das war's dann. Und es ist sehr, so sehr diese egozentrische, sage ich jetzt einfach mal, ohne es böse zu meinen, Art und Weise des Designs. Und ich habe halt festgestellt, dass Ego, und das sagt übrigens auch Christopher Alexander, Ego dem Design eigentlich im Wege steht und man muss das im Team denken. Da fand ich ganz spannend, das DDP hat dazu eigentlich auch eine Antwort, nämlich eine bestimmte Teamkonstellation auch zu befähigen und zu sagen, verschiedene Designer zu haben, verschiedene Software-Engineers zu haben. Ja, vor allem auch in der Zeit, wo du eben das nicht in einer Person abdecken kannst. Ne? Weil die Komplexität zu groß ist. Weil die Komplexität zu groß ist. Oder auch, wenn du in einem kleinen Bereich bist, wo die Komplexität vielleicht nicht so hoch ist, aber die Kompetenzen noch nicht alle da sind. Ne? Mhm. Dass du dir die richtigen Kompetenzen erstmal zusammenbaust, ne? Mhm. Und die aber letztlich halt eben wissen, dass alle Kompetenzen wichtig sind, ne? Und nicht nur die jeweils eigene. Ne? Also es nutzt im übertragenen Sinne nichts, wenn einer sich nur mit Holz auskennt. Genau. Und am Schluss muss aber in so einen Schreibtisch so ein Raspberry Pi eingebaut werden. Der kann vielleicht noch das Loch bohren, wo man den schön einsetzt und einen kleinen Kasten drum. Aber wie sich das jetzt von der Hitze her entwickelt, weiß er ja nicht. Dann muss er quasi mit dem Elektroniker oder mit dem IoT-Experten sprechen und sagen, du sag mal, wie warm wird eigentlich so ein Raspberry Pi? Und dann sagt er, kommt auf die Last an des Prozessors. Ja, ja, ja. Und dann sagt er, hä, wie? Was muss ich mir darunter vorstellen? Und dann kommt eigentlich ein Gespräch zustande. Und das ist, was ihr quasi auch couragieren wollt. Ja. Aber ich möchte noch mal auf deine Wahrnehmung der Stars im Industriedesign, die gibt es bestimmt, ne? Mhm. Also so Dyson zum Beispiel, ne? Mhm. Der seine tausenden Prototypen, um vielleicht auch die gleiche Überleitung gleich mal noch zu machen, so Prototypen-Thema da gebaut hat. Ne? Aber ich glaube, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass es ganz oft ein riesiges Team, was da hinten dran ist. Ne? Das ist die Entzauberung. Ne? Es gibt quasi einen Star, der sich vorne hinstellt,
Und ganz ehrlich, der sich da auch hinstellen muss, ne? Ja, ja, vielleicht. Weil, make believe. Da sind viele Egos oft auch unterwegs, ne? Im gestaltenden Bereich. Nicht nur im Industriedesign, auch im Softwaredesign gibt es viele Egos. Genau, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Egozentrische Kollegen wird es immer geben. Manchmal braucht man sie auch. Man sieht ja auch an Elon Musk oder Visionäre, auch Steve Jobs. Natürlich ist das nicht einfach nur negativ, wenn jemand egozentrisch ist. Ja. Manchmal brauchen die Leute auch irgendwie eine Projektionsfigur, wo sie sagen, ja, das hat der Steve Jobs gemacht. Das ist halt einfacher als zu sagen, das hat der sowieso hat das gemacht und der hat das gemacht. Das braucht man. Ja. Aber trotzdem ist es eben wichtig, jetzt, wenn es nicht diese ikonische Figur ist, wenn man ein Designteam hat, muss es einen Chefdesigner geben, der letztlich dann sagt, so machen wir es. Ja? Weil es gibt ja oft nicht die Lösung, die vorgeschlagen wird, wenn man verschiedene Alternativen hat, wo man sagt, die hat jetzt wirklich nur Vorteile. Mhm. Ja? Und deswegen nehmen wir ganz klar die, sondern es ist ja ganz oft, dass es Vor- und Nachteile gibt und man weiß jetzt nicht welche. Am Schluss muss es einer entscheiden. Aber ich möchte, auch vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen relativieren. Das Ego-Thema geht eher darauf ein, was ist, wenn ich jetzt ein Design baue und warte ich, bis ich glaube, jetzt ist es perfekt und release es dann, oder gehe ich schon unperfekt zu jemandem, lass ihn das ausprobieren, dann nutzt er das und dann klappt das überhaupt nicht. Bin ich jetzt gekränkt oder freue ich mich und sage, hey cool, danke für die neuen Erkenntnisse. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon den Eindruck, es ist schwer, dieses ich bin nicht gekränkt, wenn das, was ich gerade gebaut habe, nicht funktioniert. Dann sind wir bei so einer Prototyping-Kultur, bei so einer positiven Fehlerkultur. Und da habe ich ja auch einen LinkedIn-Post gesetzt, wo ich den Schreibtisch aufgebaut habe. Und dann stand unten drunter, ob das eine Parodie sei. Weil das ist ja voll umständlich noch, den Schreibtisch aufzubauen. Und es war halt ein Prototyp, es war der erste Prototyp. Dann habe ich gesagt, ja, es war eine Methode, die wir angewendet haben, die nennt sich Parodyping. Ja, genau. Parodyping ist quasi, wenn man einen ersten Prototyp baut, der so innovativ ist, dass ein Außenstehender eigentlich denkt, das muss ein Joke sein. Ja. Der aber witzigerweise ja auf User Needs basiert und deswegen ja auch funktioniert hat. Und wir mussten ja eine erste Version bauen, weil wir sonst ja gar nicht diesen Outdoor-Kontext auch nur annähernd mal erleben können. Das heißt, wir haben Schwerpunkt auf diesen Canopy, also auf dieses Dach gelegt. Schwerpunkt nicht auf schnell aufbauen, klar, muss gehen, aber nicht super schnell, sondern einfach nur, es muss gehen. Wegtragen muss gehen, aber noch nicht so toll. Und da habe ich halt gemerkt, die deutsche Fehlerkultur ist halt eine andere als die amerikanische. Ja. Habe ich auch schon vorher gemerkt, aber da hat es sich nochmal bestätigt. Nämlich so nach dem Motto, das ist ja noch gar nicht fertig. Und ich bin halt der Meinung, nee, das wird auch nie fertig sein, weil du kannst es immer besser machen. Aber es ist die erste Version, das ist der Anfang einer Reise. Ja. Wie ist dein Erlebnis zur Fehlerkultur und zum Prototyping-Thema? Also ich bin da hundertprozentig auf deiner Seite. Ich habe den Post ja auch kommentiert. Ja. Der da und noch so mal ist es ja auch, muss man auch dazu sagen, unser Gespräch zustande gekommen, weil wir dann irgendwie so ins Reden gekommen sind. Und dann dachte ich, hey, eigentlich, wir haben uns viel zu sagen. Ja, genau, ja. Also ich sehe das leider ganz genauso. Das ist so ein bisschen ein deutsches Ding, ne? Dass wir es versuchen, eben perfekt zu machen und dann mit dieser Lösung an den Markt zu gehen und damit auch zu obsiegen. Mhm. Ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, im Old Business hat das extrem gut funktioniert für Deutschland. Richtig. Das muss man einfach. Wobei die ersten Maschinen ja auch noch keinen Formfaktor hatten. Das vergisst man dann manchmal. Die ersten Maschinen waren sehr funktional und über die Zeit kam der Designaspekt auch dazu. Deswegen, das darf man auch nicht vergessen, auch die haben eine Evolution hingelegt. Genau, aber trotzdem hat man zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich, weil ja noch keiner dann auf diese Gestaltung so geachtet hat, haben wir, oh, das ist aber die beste Maschine, genau, weil die, besten, die ist präzise. Irgendwie am schnellsten, oder das Spaltmaß und so, ne? Ja, und all diese ganzen Dinge, das ist so eine deutsche Sache. Und dieses MVP-Denken, ne? Minimal Viable Product, ja? Sorry hier Fachbegriffe, aber ein Produkt zu haben, das erstmal gut genug ist, mit dem man ausprobiert und an den Markt geht und vielleicht auch direkt versucht, eine Gefolgschaft eben zu bekommen, eine Community aufzubauen mit solchen Produkten, das ist eher so das amerikanische Denken. Und das müssen wir in Deutschland aber unbedingt eben auch reinbekommen, ja? Weil ansonsten das müssen wir uns auch trauen. Ne? Dein Beispiel, ich sage mal, früher gab es sowas wie Smart Dust. Hast du das schon mal irgendwie gehört? Da hat man versucht, Minicomputer
zu machen, die man zum Beispiel über einem Katastrophengebiet auswerfen könnte. Und die aber wie Rauch sind, also sind ganz kleine. Und die macht man auch, die haben Sensorik an Bord, die vernetzen sich selbst. Und dann geben sie dir eben Infos, die du brauchst, wenn du jetzt in dieses Gebiet reingehst, was du dort machen kannst. Und die erste Smart Dust Knoten, also den man quasi nicht sieht eigentlich, der erste Smart Dust Knoten war so groß wie eine Billardkugel. Mhm. Ja? Und das hat aber dazu geführt, da konnte man lernen mit auf einmal. Ne? Also zwei Billardkugeln, wie geht denn das überhaupt? Ne? Und nicht, ja Moment, wir können sowas, was so klein ist, gar nicht bauen. Das ist eigentlich ein super Beispiel. Ich muss auch einfach mal die Kamera hochhalten, weil wir haben ja hier die Kollegen gerade im Outdoor-Office am Arbeiten. Und wir lernen gerade so viel durch diese vielen Schreibtische. Im Grunde war ja die Idee, klar, die sind alle noch nicht perfekt, wir müssen aber trotzdem schon 4 unperfekte Schreibtische oder 5 mindestens bauen, weil wir sonst die Interaktionsgeschichte niemals kennenlernen. Wie ist das mit Nebengeräuschen? Stören wir die gerade? Werden wir gleich fragen. Ne? Yeah. Habt ihr uns gehört? Werden wir gleich fragen. Brauchen wir vielleicht eine schallabsorbierende Kabine? Hey, kann sein. Dann bauen wir die. Ja, genau. Und das Beispiel Smart Dust zeigt halt, der Formfaktor, der muss irgendwann kommen, aber es geht vor allen Dingen um den Value, den User Need. Können wir quasi Wert schaffen? Und wenn wir wissen, wir können Werte schaffen, können wir in die zweite Iteration und die dritte in die vierte gehen. Und vielleicht genauso wichtig, Thomas, wenn wir merken, es schafft den Wert nicht, dann brauchen wir es gar nicht klein machen. Genau. Ne? Ja. Genau. Das können wir direkt aufhören. Es ist dann auch kein Fehler, ja, genau. Sondern es ist einfach eine Erkenntnis und die ist gut, ja, genau. Weil sie spart Geld, weil man den Track einfach absetzt. Gut. Wenn man jetzt wie Elon Musk einfach ein paar Satelliten prototyping-mäßig ins All schießt, um zu gucken, ob die Idee funktioniert, ist das vielleicht ein bisschen dekadenter. Ja. Aber wenn dann irgendwann jeder Internet hat und quasi Elon Musk ist der Prophet, der uns allen Internet gibt, dann wird sich das wieder umkehren. Dann wird man halt sagen, okay, gut, dass er ein paar Satelliten nach abgeschossen hat. Ja. Das heißt, es ist immer relativ, wie man es quasi... wie der Formfaktor auf den Wert Einfluss nimmt. Aber es ist selten so, dass der erste Schuss der richtige ist. Ja. Er korrigiert immer die Richtung. Ich erzähle auch immer gerne die Geschichte, weil das ist noch so, jetzt bin ich wieder so alt. Ne? Vor Smartphones gab es ja PDAs, ne? Ja. Personal Digital Assistants. Ja? Und die konnten eigentlich so ein bisschen das, was Smartphones so in der Anfangszeit konnten, aber ohne telefonieren. Ne? Ja. Kennst du ja noch, gab so Palm, ne? War so eine ganz berühmte Firma, ja. Oder Compaq iPack oder wie auch immer. Und dieser Palm-Erfinder, der ist monatelang mit einem Stück Holz rumgelaufen, das diese Größe hatte von dem Palm. Und das Palm, Gewicht. Ja? Die Größe und das Gewicht hatte. Hat er jetzt natürlich verschiedene Holzstücke ausprobiert, ne? Mhm. Was die richtige Größe. Hat er irgendwann gemerkt, so, es muss so geekmäßig in die Hemdtasche passen. Ne? Ja. Und wie kann man es noch in die Hand nehmen und das alles. Ja? Und hat dann auch tatsächlich darauf geschrieben mit dem Bleistift, ne? Um mal zu gucken, wie das so gehen könnte. Ja? Und hier ist ihm was ganz Wichtiges aufgefallen, was Palm eigentlich dann in diesem Segment damals auch zum Führer gemacht hat, zum Marktführer gemacht hat. Und zwar, er hat festgestellt, wenn die Synchronisation mit dem Hauptgerät, also dem Computer in dem Fall, nicht funktioniert, dass ich meine Kontaktdaten, meine Kalendereinträge und das alles super schnell und zuverlässig synchronisieren kann, brauche ich das ganze Gerät nicht machen. Ja. Weil wenn das buggy ist, und das haben die anderen nicht verstanden, ne, die hatten auch Synchronisation, ja, aber die war lahm und völlig unzuverlässig. Ja. Ja. Und er hat eben rausgefunden durch dieses, ich habe es immer mit dabei und ich muss gucken, wie das jetzt irgendwie geht. Das ist unglaublich wichtig, dass diese Funktionalität so gut funktioniert. Und stell dir mal vor, du bringst mit so einem neuen Gerät jetzt raus, da schreibst du ja nicht drauf, hat tolle Synchronisationsfähigkeit. Und das ist eigentlich, ne, das Schöne, dass, ja, die Erkenntnisse, die durch dann das Prototyping und dann letztlich auch durch das releasede Produkt, da sind ja viele Stufen dazwischen, auch die Erkenntnisse zu der Konkurrenz übersatteln irgendwann. Ja, genau. Ja. Und dann kommt so ein Apple und dann kommt so ein Steve Jobs und sagt, if it has a pen, it sucks. Ja, genau. So einfach so ganz platt, ja, wenn ich einen Stift habe, dann verliere ich den, damit kann ich nichts anfangen und dann plötzlich ist wieder die Evolution ausgerufen und dann kommt, ja, ein, genau, iPhone raus. Natürlich, ja. Ja. Ja, wunderschöne Geschichte. Haben wir eigentlich Professional jetzt genug abgeklärt? Was ist professionell für dich? Jetzt haben wir nämlich Digital, wir haben Design. Das Professional können wir vielleicht noch abschließend ein bisschen beleuchten. Ja gut, ich meine, das Professionelle, du hast viele Eigenschaften, haben wir schon angesprochen. Ne? Du musst eben in einem Team arbeiten können. Das ist eine ganz wichtige Sache. Du musst diesen
das Big Picture denken können. Das ist eben bei Gestaltung ganz wichtig. Da sind so viele unterschiedliche Aspekte drin, die muss man unter ein Konstrukt bringen können. Das muss man alles sehen können. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Da sind so viele unterschiedliche Leute, Charaktere drin, die miteinander gut zusammenarbeiten müssen. Es ist ganz wichtig, dass man diese Sache mit reinbekommt. Auch dieses, was du gesagt hast, von seinem Ego abstrahieren können. Ne? Ist ja in gewisser Weise auch eine professionelle Eigenschaft. Ne? Ja, was ich halt auch feststelle, ein bisschen Demut zu haben. Ja? Denn wir haben natürlich immer in so einem Team auch Menschen, die sehr, sehr gut sind, aber die sehr wenig Erfahrung noch haben. Und die können natürlich sehr schnell übers Ziel hinausschießen, wenn sie die Erfahrung nicht haben. Und da muss man eben wie beim Fußball auch sein. Es ist gut, Stars zu haben, aber du musst im Mittelfeld aufbauen. Also du musst einfach auch dir das Ding abgeben, du musst reden. Wenn du einfach nur gut bist in dem, was du tust und nicht kommunizierst, wird es nicht funktionieren. Und ja, das müssen wir tatsächlich auch sagen. Hab ein bisschen Demut, du allein kannst es nicht schaffen. Ja. Du musst kommunizieren und du brauchst deine Kollegen, sonst wird es nichts. Ja. Unbedingt, ja. Also das ist auch professionell für dich. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und was sagst du, in Erfahrung, braucht man eine gewisse Projekterfahrung, um professionell zu sein? Kann man sich zertifizieren und ist dann professionell? Weil ich meine, das kommt natürlich schnell rüber. Ich mache ein DDP-Zertifikat und dann bin ich professionell. Aber ich glaube, so habt ihr es nicht angelegt. Nee, so haben wir es nicht angelegt. Zumindest nicht in diesem Foundation-Level, dieser Grundlagen-Level, den es jetzt erstmal gibt, der tatsächlich dazu da ist, aufzuzeigen, was gehört alles mit dazu. Mhm. Und letztlich, wenn ich dieses Level abschließe, dann sage ich damit, ich weiß, was alles dazugehört. Okay. Das heißt nicht, ich besitze diese Fähigkeiten. Die Known Unknowns, also ja, du weißt genau, quasi, was du nicht weißt. Hoffentlich dann, ja, ganz genau. Ja, okay. Und ich kann es bestätigen, ich bin offiziell zertifizierter DDP seit kurzem. Ich habe mir euer Handbuch auch natürlich reingezogen, weil ich es super spannend finde und auch sehr, sehr gelungen finde, muss ich an der Stelle auch sagen. Ich bin jetzt zertifiziert. Aber natürlich mit Abstand betrachtet weiß ich auch, wenn ich jetzt neu starten würde, wüsste ich jetzt erstmal, was ich nicht weiß, aber das ist gut. Ja, aber ich glaube, Erfahrung ist einfach, also das schadet doch einfach nie, ne? Also sorry, ja? Ja. Und ich glaube, das ist auch einfach das, wenn man auch reine Lebenserfahrungen mit reinbringt, ne? Mhm. Ich sage immer, in der ganzen Kreativität, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein bisschen esoterisch in diesem Kreativbereich dort unterwegs, das ist aus meiner Sicht einfach nur die richtigen Trigger zu setzen, damit die anwesenden Leute ihre Erfahrungen abrufen können. Es ja? ist schön, dass du wieder esoterisch sagst, weil du bist ja nur esoterisch für die Ingenieure und die Informatiker, ja, wenn du kreativ bist. Für die Kreativen ist es natürlich esoterisch, ständig mit Bits und Bytes zu hantieren und sich quasi an irgendwelchen Nullen und Einsen aufzuhalten. Aber ich habe nochmal gesagt, mein Vater braucht gerade eine Türsprechanlage, die sollte ich ihm einbauen. Und er meinte, ja, braucht man nur ein bisschen elektrotechnisch verkabeln. Dann habe ich gesagt, ja, aber in deiner Tür ist ein Motor verbaut mit einer digitalen Steuerung. Das ist kein Relais, wo ich einfach nur Magnet an-aus. Ich muss über ein Datenkabel Bits und Bytes senden. Und das Gnadenlose daran ist, wenn auch nur ein Bit eine Millisekunde zu spät kommt, dann geht diese Tür nicht auf. Und dann hat man wieder dieses Need, man steht vielleicht volltrunken von der Tür und kommt nicht rein, weil halt ein Bit verschluckt wird. Ja, genau. Und das meine ich, das hat Einfluss auf Schicksale und insofern ist es auch genauso esoterisch umgekehrt für einen Kreativen. Hä, warum muss ich denn jedes Bit betrachten? Ja, musst du leider. Ja, genau, das gehört ja dazu. Ja, genau. Ja. Aber ich wollte nur mal auf Esoterik relativ das Ganze. Völlig okay. Und quasi diese Erfahrung, die man gemacht hat in seinem privaten Leben, aber auch im professionellen Leben, dann abrufen zu können, weil letztlich ist alles, auf was wir heute kommen, irgendwie schon mal da gewesen, ne? Und du wandelst das eben ab zu was Neuem. Ja. Und deswegen ist Erfahrung in jeder Art, glaube ich, einfach immer hilfreich. Ja. Und das ist ja auch das, was wir mit dem Prototyping machen. Wir machen Erfahrungen mit diesem neuen Ding. Ja, und Produkt, ganz ehrlich, was auch immer, was wir da machen. Ja? Ich habe diese Erfahrung in Hardware nie gehabt. Und durch unsere Armadillo Outdoor Office Aktion habe ich so viel Erfahrung gesammelt in meinen ja jetzt auch schon über 40 Jahren. Das heißt, ich habe viel über Holz gelernt, über Gewicht von Holz, über ja im Grunde auch Knappheit von Holz. Ja, wobei das ist tatsächlich ein sehr schnell wachsendes, nachhaltiges Holz. Paulownia
ist nämlich nicht vergriffen. Also quasi in dem Fall Win-Win-Situation. Es ist sehr leicht, weil es sehr schnell wächst. Mhm. Es ist nachhaltig und es gibt es, weil es sehr schnell wächst. Also insofern haben wir hier echt eine Win-Win-Situation. Aber ich habe zum Beispiel was über 3D-Druck erfahren, über die Stabilität von gedruckten, mhm. über die Dauer, wie lange dauert es, so etwas zu drucken und so. Und ich habe ganz, ganz viel erfahren darüber, wie es ist, in der Natur zu arbeiten, was ich auch vorher nicht hatte. Das heißt Erfahrung, 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 sich auch die, was ich merke, sich die Situation zu schaffen, in denen man Erfahrung sammelt, dann wird man professionell. Also mein Tipp immer an junge Menschen ist, probiert aus, macht ganz viel. Machen. Machen, genau, einfach mal machen, das könnte ja gut werden. Und wenn es nicht gut wird, hast du Erfahrung gesammelt. Ja, einfach mal machen, ja. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil jetzt haben wir den DDP wirklich von vorne bis hinten hier einmal rausklamüsert und erklärt und erläutert. Vielen Dank, dass du da warst. War super, ja. Du hast gerne. Wahrscheinlich, kannst deine Beine nicht mehr spüren, ich kann meine nicht mehr spüren. Das eine aber geht noch. Das eine geht, aber mir ist auch so. Also wenn ich jetzt aufstehe, werde ich erstmal umknicken. Deswegen vorsichtig. Aber, das filmen wir auch nicht. Das filmen wir auch nicht, genau. Das wäre nicht fair. Aber es hat super Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und es war tolles Wetter. Und, im Saarland ist doch bestimmt immer super Wetter, oder? Natürlich. Bis auf am Wochenende haben wir einen Outdoor-Hackathon geplant, der vielleicht wegen des Wetters auch abgesagt werden muss. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Im Moment genießen wir einfach das, was wir haben. Und so sieht's aus. Ich wünsche dir eine ganz tolle Heimfahrt. Danke. Und grüß die Kollegen. Mach ich, ja?